Moment, kann ich mich jetzt für das entscheiden, also um bei Paulus zu bleiben, kann ich mich jetzt gegen das Böse, das ich tue, obwohl ich es nicht will, Ja. kann ich mich jetzt dagegen entscheiden, indem ich akzeptiere, dass ich unfrei bin? Ist das, verstehe ich das richtig? Ja, ist ein bisschen übers Eck gedacht, aber im Grunde genommen geht es ja, Paulus ist ja ein begnadeter Mensch und er schreibt aus seiner Perspektive der Begnadung. Das heißt also, jemand, der durch alle Tiefen durchgegangen ist, auch der Erkenntnis der eigenen Unfähigkeit und Fehlbarkeit, aber dann gemerkt hat, dass er in dieser Unfreiheit und Fehlbarkeit, ja, ich drücke es mal etwas fromm aus, von Gott angenommen ist und damit auch eine innere Transformationserfahrung mitgemacht hat in Richtung auf Freiheit. Deswegen ist eigentlich beim Apostel Paulus die Sache so, dass zur Erkenntnis der wahren Freiheit die Erkenntnis der Unfreiheit gehört. Der Unfreiheit in dem Sinne, dass man merkt, ich bin eigentlich gar nicht in der Lage, das ethisch Gebotene zu tun. Und das ist eine paradoxe Situation, des Verständnisses von Ethik, die auch essentiell zum Christentum dazugehört. Also es ist ein bisschen platt gedacht, wenn man sozusagen sagt, der Christ glaubt, ich tue was Gutes und komme dann in den Himmel. So einfach ist das nicht. Hätte Dawkins Paulus erlösen können? Lassen wir Paulus vielleicht Dawkins. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass ich das verstehe, aber ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal zu den Kirchenvätern weiter. Da gab es, also es gab mehrere Leute, die mich in einem Buch fasziniert haben. Das eine war Augustinus, das andere war Meister Eckhart, allein wegen dem Mystizismus, wegen der Mystik. Und William von Ockham hat mich auch sehr überrascht, bei dir zu finden. Machen wir doch mal die drei als stellvertretende Position aus dieser riesigen Geschichte raus. Also ein Schlagwort vielleicht zu Augustinus. Augustinus ist eigentlich nach Paulus derjenige, der überhaupt in die gesamte abendländische Tradition den Willensbegriff eingeführt hat. Und zwar in verschiedenen Zusammenhängen, in einem frühen Buch, De Libero Arbitrio, dann in seinen Confessiones. Er hat zwei Positionen, ähnlich übrigens wie Paulus. Im ersten Buch ist er für die Willensfreiheit und sagt, kein Problem mit meinem Verstand, mit meinem Willen kann ich tun, was ich will. Und im zweiten Buch, in seinen Confessiones, wo er sozusagen seinen eigenen inneren Weg beschreibt, die tiefen Dimensionen der Selbsterforschung, da stellt er plötzlich fest, es gibt vieles in mir, was mich in meinem Verhalten bestimmt, was ich eigentlich nicht will, dem ich aber nichts entgegensetzen kann. Also eine Erfahrung des Ausgeliefertseins. Und diese Erfahrung des Ausgeliefertseins auch an die eigene Unfreiheit, das ist für ihn sozusagen ähnlich wie bei Paulus der Punkt, wo dann die Sache wieder kippt und wo er dann auch wieder durch die Begnadung einen höheren Freiheitsbegriff erfährt. Also bei ihm, bei Augustinus, haben wir dieses merkwürdige Wechselspiel zwischen Freiheit durch vernünftige Einsichtung im Sinne der Griechen und Freiheit sozusagen vor dem Hintergrund der inneren Erlösung, der tiefen Dimension des eigenen Erlebens, was er in seinem Leben immer erlebt hat. Das ist also die ungeheure Faszination von Augustinus, weil er diese tiefen Dimensionen hat. Freiheit durch die Erkenntnis der eigenen Unfreiheit. Das ist das Paradox, ähnlich wie bei Paulus. Ich habe es nicht verstanden. Aber wir gehen gleich, glaube ich, noch spazieren. Ja, Meister Eckhart, für den trifft nun dieser Begriff zu, den ich zu Anfang definiert hatte, Freiheit als Entgrenzungserfahrung. Da würde ich sagen, es ist ähnlich wie bei Augustinus auch der Schlüssel zum Verständnis dieses Theologen, dass der Mensch durch einen bei Eckhart nun speziell geschulten Prozess der inneren Transformation geht. Also, dass er von der Entscheidungsfreiheit, Handlungsfreiheit, der Selbstdistanzierungsfreiheit hin zu dieser Entgrenzungsfreiheit kommt. Also, es ist die Mystik sozusagen der Weg des Menschen nach innen und der Wahrnehmung und der Schulung der Wahrnehmung aller handlungsleitenden Impulse. Und genau diese handlungsleitenden Impulse werden bei Meister Eckhart eben systematisch sozusagen überschritten, transformiert und dann diese große Freiheit der Überschreitung der eigenen Person hinein. Deswegen nenne ich das Entgrenzungsfreiheit. Und das ist schicksalhaft für unsere Kultur gewesen, weil im späten Mittelalter ist im Grunde genommen
divergente Entwicklung gab. Die eine war Meister Eckhart, der Weg nach innen und die Selbsterforschung des Willens und die Transformation des Willens. Es gibt ein wunderbares Gedicht von Meister Eckhart, wo er sagt, ich sage Schachmatt, Raum und Zeit. Und Willen könnte man ergänzen. Das wird sozusagen wie in einem fast in explosiven Form überschritten. Ja? Mhm. Eine innere, große innere Selbstbefreiung. Das ist der eine Weg im späten Mittelalter. Und der zweite Weg im Mittelalter ist der sogenannte Nominalismus mit Meister Ockham. Das ist der Weg nach außen. Und bei Wilhelm von Ockham haben wir auch eine Willensfreiheit. Aber das ist im Verhältnis zu Eckhart eine sehr einfache Form von Willensfreiheit. Es ist die Handlungsfreiheit. Also das, was man nach außen hin tut. Und dieser Weg hat in die Wissenschaft geführt, sodass wir also diese sehr interessante Weggabelung im späten Mittelalter haben in Bezug auf den Willen. Handlungsfreiheit nach außen, Ockham, innere Freiheit, Meister Eckhart, Freiheit nach innen. Und das beides zusammenzubringen, das wäre sehr schön für unsere heutige Zeit. Also ich war auch überrascht, William von Ockham da drin zu finden, wegen seinem Rasiermesser, das ja wissenschaftliche Theorien beschneiden sollte, wo sich Einstein, glaube ich, auch ein bisschen gegen gewehrt hat mit, es darf dann doch nicht zu einfach sein. Wer mich auch gewundert hat, in deinem Buch ihn zu finden, das war William James. Er ist in meiner Welt der Vater der amerikanischen Psychologie. Genau. Ich hätte ihn jetzt nicht in einem theologischen Buch erwartet. Wie kam er da rein? Einfach den äußeren Grund. William James ist ja ähnlich wie Schleiermacher auch Religionspsychologe gewesen. Und es gibt ein großes Buch, mit dem er in den Gifford Lectures, glaube ich, war es, weltberühmt geworden ist und was heute jetzt auch immer noch zur Standardliteratur in der Religionspsychologie ist, das ist The Varieties of Religious Experience, also die Vielfalt religiöser Erfahrung. Und da gibt er eine Geschichte der mystischen Religiosität und anderer Formen von Religiosität und da spielt der Willen auch eine Rolle. Also deswegen ist er über diese Schiene mit drin. Und ich denke, es ist auch zu Recht, weil die Psychologie des Willens ist natürlich auch für die Theologie im Hinblick auf innere Erfahrung sehr wichtig. Jetzt sind wir schon bei James und über seinen deutschen Kollegen, österreichischen Kollegen Freud wären wir natürlich sofort in der Neurologie, aber da war noch dieser Luther. Ja. Irgendwann hat sich die Kirche geteilt. Hat sich da was verändert? Genau. Also Luther ist natürlich eine wichtige Wegmarke in der ganzen Entwicklung. Insgesamt ist Luther sehr, sehr kompliziert. Er bringt sehr viele verschiedene Aspekte, die kann ich hier nicht alle nennen, aber vielleicht den Grundgedanken. Der Grundgedanke bei Luther ist eigentlich, dass er dem Menschen sagen möchte, dass sein Heil vor Gott nicht von seinem eigenen Willen abhängt. Weder von dem mystischen Strebewillen Meister Eckharts noch von dem Handlungswillen von Ockham, beide hat Luther gekannt, sondern es ist sozusagen der Glaube an den gnädigen Gott, der den Menschen davon enthebt, von der sozusagen religiösen Pflicht erhebt, sein Heil durch seinen Willen, durch seine Willensaktivität, wie immer die aussehen da mag, mystisch oder handlungstheoretisch frei zu machen. Deswegen hat Luther auf der einen Seite die große Betonung der Freiheit, die Freiheit eines Christenmenschen ist ein großes Werk. Auf der anderen Seite lehrt er die Unfreiheit des menschlichen Willens, die Servo Arbitrio. Aber warum lehrt er die Unfreiheit? Weil er ihm sagen will, du brauchst deinen Willen gar nicht anzustrengen, um zum Heil zu kommen. Es ist dir bereits geschenkt.